Ich bin am überlegen, ob ich mir nicht sogar noch einen krasseren Traktor holen soll, aber dann wäre es eigentlich besser, wenn ich den günstigen verkaufe. Weil gute Traktoren sollte man nicht unbedingt verkaufen. Gute Traktoren kann man immer brauchen. So, wir sind jetzt schon in der zweiten Folge. Ich hoffe mal, dass es funktioniert mit dem Überschneiden. Ich meine damit, dass wir keine Probleme kriegen. Sondern, also nein, ich meine damit einfach, dass ihr einen guten Sound habt. Ja? Dass es keine hässlichen Cuts gibt. Wenn es doch mal einen gibt, tut's mir leid. Aber ja, ist halt in diesem Let's Play jetzt mal so. Wir sind immer noch auf der Wasel-Map. Wasel-Map. Und gucken mal, was hier geht. Die Landstraße finde ich geil. Die ist sehr realistisch. Die ist cool vom Design her. So, jetzt müssen wir gleich rechts. Oder? Na, wir können auch noch eins weiter. Und auch mit den Feldwegen nebendran ist, ich finde die Map richtig gut gelungen. Macht mir Freude. Jetzt schon. Obwohl ich sie erst seit 20 Minuten, 25 Minuten spiele. So. Jetzt sind wir falsch gefahren, oder wie? Ist jetzt nicht wahr. Also den Traktor hier mag ich eigentlich, aber ich werde ihn jetzt trotzdem verkaufen. Um einfach es einem gesamten Höheren zu widmen. So, ich hoffe mal, ich komme hier irgendwann zum Händler. Ich weiß, dass er ganz links unten irgendwo ist. Ja, die Brücke, die ist gut. Oh, der ist schnell, der Traktor, hey. 73 fährt er. Warum verkaufe ich den? Ich fahre mal gerade hier rechts ran. Warum verkaufe ich den? Der ist so schnell. Okay, wir verkaufen den hier. Und den verkaufe ich jetzt einfach so, ohne zu wissen, was ich tue. So. Gut. So ist es halt. Oh, die FPS sind hier aber ein bisschen eklig. Hatte ich schon ein paar Mal gemerkt. Okay, jetzt haben wir den Traktor natürlich auch verkauft. So, wo kann ich denn hier bestellen? Ja. Wo steht der Anhänger hier? Dann möchte ich nämlich auch hier einen anderen Flug haben. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich behalte den Flug. Das ist ein cooler Flug. Aber ich habe irgendwie das Büro noch nicht gefunden, wo ich bestellen kann.
Wir können nicht verkaufen. Hey Leute, ich möchte noch was kaufen. Ah, hier. Ihr habt aber einen hässlichen. Einen sehr hässlichen Showroom. Naja. Traktor. Und zwar. Ich stehe ja so auf Valtra. Es wird ein Hammerkauf. Aber wie immer in meiner Farbe. Wir könnten sogar, wir holen uns die 400 PS Variante, Leute. Ja? So. Zack. Flüge. So. Gut. Jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken. Zur 47 müssen wir über die Brücke und einmal links. Weil ich denke, wir fangen an und werden alle unsere Felder jetzt erstmal pflügen. Warum blinkt der hier? Es war eine abknickende Vorfahrtsstraße. Ah, der Zirkus Krone. So. So, wo muss man hin? 47 oder so. Oh, das ist ein Minifeld. Aber was soll's? Und ich werde mal probieren, hier so wenig wie möglich wie möglich Helfer einzusetzen. Also nach Möglichkeit alles selber zu machen. Das wird eine kleine Herausforderung. Weil ihr wisst ja, wenn ihr meine Let's Plays kennt. Ich bin einer von der bequemen Sorte. Und deshalb habe ich eigentlich immer gern Helfer genutzt. So. Gucken wir mal, wie lange wir hierfür brauchen. Aber wie gesagt, das wird für mich eine neue Herausforderung, alles selber zu machen. Ah, was ich vergessen habe, wir haben schon Schafe, ja? Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Sonst werden die uns nichts mehr produzieren irgendwann.
Theoretisch können wir uns für die 35.000 ein Auto kaufen. Wir werden viel hin und her fahren müssen. Gibt mal richtig was zu tun hier auf dieser Map. Wir werden uns nicht vor der Drecksarbeit im Pflügen drücken. Und das Coole an dem Pflug ist nämlich, den kann man drehen lassen. Dann passt er auch für eine andere Richtung. Wobei ich, das war jetzt eigentlich doof. Eigentlich brauche ich ihn genau so, wie er war. So, sieht schon mal gut aus. Natürlich dauert es damit alles ein bisschen länger, aber wir haben es eben selber gemacht. Nicht immer alles. Die Drecksarbeit habe ich immer gern an die Helfer abgewälzt. Und das machen wir heute mal nicht. Heute, beziehungsweise in dieser Serie an Let's Plays, werden wir das nicht machen. Auch eine Weile. Vielleicht wäre doch ein größerer Pflug besser gewesen. Aber das Feld ist halt auch nicht so groß. Beziehungsweise die anderen Felder auch nicht. Dass sich das wahrscheinlich richtig gelohnt hätte. Und daher habe ich auf einen größeren Pflug verzichtet. Wir kriegen das auch mit dem hier hin. Auf jeden Fall. Dauert halt ein bisschen. So, da es für euch mit Sicherheit nicht so spannend ist, wenn ich eine halbe Stunde lang ein Feld pflüge, habe ich kurzfristig entschlossen, dass ich hier einfach eine Pause reinhaue, bis ich fast fertig bin. Und ja, jetzt seid ihr auch wieder dabei. Das erste Feld fast fertig gepflügt. Ist so, denke ich, viel angenehmer für euch zum Schauen. Wie wenn ich wirklich eine halbe Stunde oder bei den großen Feldern noch länger immer dieselbe Aktion mache. Ihr wisst ja, wie es Pflügen funktioniert. Da können wir uns das schenken. Einmal noch drüber fahren und dann bin ich gerade am Überlegen, ob ich das hier gleich säen soll. Wäre wahrscheinlich am besten. So. Gut. Ah,
Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Ey, der fährt übelst schnell. 73 fährt er. Zum Glück habe ich das gemerkt und den nicht verkauft. So, ich habe noch keine Ahnung, wo die Straßen hier hinführen. Deshalb fahre ich einfach mal hier lang. Ich hoffe, dass ich richtig fahre. Ich glaube, das passt. Dauert ein bisschen, bis ich mich auf der Map richtig auskenne. Ist ja klar. Oh, da ist grün. Aber Fußgänger laufen trotzdem. Okay, interessant. Sind zu weit gefahren, glaube ich. Auch viel zu weit. Die nächste links. Liegt bestimmt nicht an der Geschwindigkeit des Traktors, dass ich hier voll drüber rausgeschossen bin. Nein! Mal halt kurz. Gut. Er hat es geschafft, bei Grün anzukommen auf der anderen Straßenseite. Ich hoffe mal, dass die Autos hier ein bisschen schneller fahren. Hier ist 70. Naja. Schaffen wir das? Ja. Die Kreisverkehre hier sind aber schon ganz schön eng. So, die 17. Ah, das hier gehört auch noch uns. Dann stellen wir den doch gleich mal hier hin. Gehen wir zu dem hier, Sämaschine holen. Wobei wir die ja noch auffüllen müssen. Wenn ich im Moment keine Ahnung habe, wo ich das machen kann. Dann müssen wir uns mal schlau machen. Wo wir diese Gerätschaft auffüllen können. Zumindest bei uns zu Hause geht's auf jeden Fall. Und sonst weiß ich's nicht.